Die wollen, dass ich sofort nach Las Vegas fahre. Als dein Anwalt rate ich dir, ein schnelles Auto ohne Verdeck zu mieten. Du brauchst einen Kassettenrekorder für spezielle Musik und ein Verschwinden aus L.A. für mindestens 48 Stunden. Es ist alles geklärt. Wenn Sie jetzt noch hier unterschreiben, sind Sie startklar. Hören Sie, Sie werden doch vorsichtig damit umgehen, oder? Oh ja, Mann. Vom Regisseur von 12 Monkeys. Nehmen wir den Jungen mit. Wir können hier nicht anhalten. Das ist Fledermausland. Kommt der ultimative Trip. Ist ja irre, ich bin noch nie in einem Cabrio gefahren. Steig ein. In das Herz des amerikanischen Traums. Wie der einfach einen promovierten Journalisten bescheißen kann. Danke fürs Mitnehmen, ihr seid echt nett, Jungs. 3 Tage. Sie dürfen mit Ihrem Wagen hier nicht stehen. Warum? Ist das kein öffentlicher Parkplatz? Bitte, Sie stehen auf dem Bürgerstein. 2 Nächte. Na, wie sieht's aus? Sie malt Porträts von Barbara Streisand. Gott beschütze euch. 2 Cabrios. Hey, was machen Sie denn mit Ihrem Wagen? Sag mal, seid ihr Typen völlig verrückt? Eine Stadt. Was machen wir hier draußen auf dieser gottverlassenen Straße? Der Flughafen ist da drüben! Ich hab noch nie ein Flugzeug verpasst. Fear and Loathing in Las Vegas. Die Geschichte, die eine ganze Generation definiert. Johnny Depp. Hey, wie geht's Ihnen? Benicio del Toro. Also gut, reden wir mal Klartext, Mann. Wie viel für den Affen? Fear and Loathing in Las Vegas. Ein Film von Terry Gilliam. In Ordnung, ich muss jetzt raus. Wir gehen zusammen essen. Na klar, Mann. Bald auch in Ihrem Kino.